Hi, Simon von Games and Tables hier und wir haben noch ein drittes Paket vor uns für X-Wing. Zusammen mit der Skystrike Academy und dem Phoenix Squadron sind auch noch die gesuchten und Kollaborateure rausgekommen. Staffelpaket für die Scum and Villainy Fraktion, auch hier wieder mit drei Schiffen. Wir haben hier zwei Y-Wings und eine HWK in einem grauen Farbschema. Mir fehlt der Orange-Anteil, ansonsten ist das Grau erstmal nicht schlecht, ist aber von den drei Sets, glaube ich, so das langweiligste Alternativschema, finde ich zumindest. Also es ist halt einfach nur grau mit hellgrau und das war's. Also viel ist da jetzt nicht so dran, aber es sind halt andere Farbschemata, also für die Nichtmaler unter den Spielern vielleicht ganz angenehm, mal ein bisschen Abwechslung in der Staffel zu haben und ein bisschen andere Modelle einfach von der Optik her zu bekommen. In diesem Paket gibt es natürlich auch einige neue Piloten. Es sind drei neue einzigartige Piloten pro Schiff, also für die HWK haben wir drei, für den Y-Wing haben wir drei. Für den Y-Wing haben wir aber auch zwei neue, nicht einzigartige Piloten. Also zwei neue generische. Jetzt geht mir hier schon die Packung auf. So. Zusätzlich haben wir einen Haufen neuer Upgrades. Und ich werde nicht auf alle Upgrades eingehen, die in diesem Set sind, sondern nur auf ein paar, die mit dem Set auch neu gekommen sind. Beziehungsweise ich habe auch hier ein, zwei drin, die sind mit den anderen Sets auch gekommen. Beziehungsweise schon in der Jango Fat Fire Spray. Da ich die Fire Spray natürlich auch noch nicht vorgestellt habe, ich werde deshalb dann das ein oder andere Upgrade jetzt hier ein bisschen vorziehen, um euch einen Einblick dazu zu geben. Die sind teilweise gut mit diesen Schiffen und eins möchte ich euch einfach vorstellen, weil ich es generell gut finde, auch wenn es nicht hundertprozentig auf diese Schiffe passt. So, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir direkt mit der Schiffsvorstellung an, ganz klassisch. Und ich würde anfangen mit der HWK, dem leichten HWK 290 Frachter. Und zuerst gucken wir wieder mal uns den generischen Piloten an. Das ist der Spice-Schmuggler. Der hat Pilotenwert 1, bzw. Initiative 1. Ein 2er Angriff als Turret mit einem Winkel. 2er Wendigkeit, 3 Hülle, 2 Schilde. Und als Aktion eine ganze Reihe. Fokus zu rotem Winkeldrehen. Tagelog zu rotem Winkeldrehen. Roten Boost, ein normales Winkeldrehen in Weiß und ein rotes Störsignal. Wirklich eine Reihe Aktionen, viel Rot dabei, aber es ist, macht schon schnell klar, okay, er hat eine Turmwaffe, die kann er auch einsetzen. Jetzt wissen wir, Turm-Upgrade-Slots sind nicht so viele Auswahlen vorhanden und die sind auch nur bedingt gut, aber immerhin kann er ein bisschen was mitarbeiten. Zweier Primärwaffe ist jetzt auch nicht so super, aber die HWK gibt es ja schon länger, es gibt ja das Upgrade, fällt mir der Name natürlich nicht ein, wo man die HWK entsprechend aufwerten kann, dass sie einen 3er Frontangriff hat, auch ein bisschen teurer wird, aber so kann man natürlich ganz gut nochmal Potenzial aus diesem Schiff herausholen. Ansonsten von der Aktion her eher halt unterstützend, beziehungsweise den Gegner hindert mit dem Störsignal, kann man da schon mal ein paar Sachen starten. Es gibt glaube ich auch Crew, die das dann weiß macht, aber das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe von dem, was ich jetzt für diese HWK sehen würde, wenn wir uns durch die verschiedenen Piloten mal durchgehen. Rattan. Also so viel zum Spice-Schmuggler. Mehr würde ich zu dem auch gar nicht sagen, weil das ist den generischen gibt es ja schon länger. Von den Slots her, das wäre vielleicht noch interessant, hat der gute Crew, Device, also Bomben, Minen etc. Illicit hat zwei Modifikationsmöglichkeiten und halt den besagten Titel kann man ausstatten. Die anderen drei haben die gleiche Ausrüstungsmöglichkeiten, haben dann aber noch ein Talent- bzw. Macht-Slot dazu. Und der Spice Runner beläuft sich auf 28 Punkte und der nächste Pilot, Gamut Key, beläuft sich auf 34 Punkte. Gamut Key ist der kollaborierende Gouverneur. Der bekommt dann auch noch eine Fähigkeit dazu und er hat zwei Ladungen, die sich jede Runde, also eine davon lädt sich jede Runde wieder auf. Zu Beginn der Endphase darfst du 2 Energie ausgeben, um dich selbst oder ein Schiff in deinem Rotationswinkel mit ein oder mehreren kreisförmigen Markern zu wählen. Während der Endphase werden kreisförmige Marker nicht von jenem Schiff entfernt. Also, ist eine Supportfähigkeit, ist Moldy Crow war übrigens der Titel, jetzt fällt es mir wieder ein, und ist glaube ich auch auf der Moldy Crow für die Moldy Crow, dass man halt 2 Fokusmarker behalten darf und nicht verliert. Gamut Key sagt, generell runde Marker werden nicht entfernt. Man wählt ein anderes Schiff oder sich selbst. Das andere Schiff kann auch ein Gegner sein. Und wir wissen ja, es gibt ja auch runde Marker in Orange. Das sind dann negative Effekte, die am Ende der Runde
verschwinden würden, wie Störsignal, Traktor, dann haben wir noch, ich glaube, das sind die wesentlichen beiden. Fehlt mir noch einer? Auf jeden Fall kann man sagen, die bleiben liegen. Ich glaube, wir haben noch Waffen disabled. Ich glaube, der ist auch noch orange. Da kann man für 2 Energie den liegen lassen in der Endphase, sodass er in der nächsten Phase immer noch den Effekt hat. Gerade bei Störsignal zum Beispiel, der besagt, wenn der Gegner einen grünen Marker oder eine Zielerfassung nimmt, kann derjenige Störsignalmarker, also der Gegner dieses Spielers, entscheiden, ob er einen grünen Marker loswerden soll oder eine Zielerfassung loswerden soll. Und dann wird der Störsignalmarker plus das entsprechende andere Stück entfernt. Verhindert also, dass der Gegner sich irgendwie Marker holt oder eine Zielerfassung macht. Was schon eine ganz coole Fähigkeit ist, man muss nur diese Störsignale entsprechend anbringen. Häufig ist das über, man verzichtet auf seinen Schuss, weil man dann diesen diese Störsignalkanone benutzt. In seinem Fall ist es halt erst in der Endphase, also man muss es vorher vorbereitet haben, aber wenn der Gegner zum Beispiel dagegen spielt, dass er sagt, okay, ich habe in dieser Runde jetzt einfach keine Zielerfassung und auch keinen grünen Marker genommen, weil ich irgendwie mit einer Aktion anders klargekommen bin, dann liegt er ja noch da und anstatt, dass er am Ende der Runde verschwindet, sagen wir, okay, dann liegt er noch eine Runde da und du kannst immer noch keine vernünftige Aktion machen, denn sonst würdest du wieder deinen Marker verlieren. Also Gamut Key, ich finde es eine interessante Fähigkeit. Man kann sie nur alle 2 Runden einsetzen, weil er halt 2 Energie braucht und nur eine pro Runde wieder auflädt. Aber da kommen wir, also ich meine, es ist in Ordnung. Man kann den Gegner halt in bestimmten entscheidenden Punkten dann halt stören. Es ist ein bisschen konstruiert, man braucht halt eine Liste, die mit solchen Markern spielt. Habe ich bisher jetzt noch nicht viele geschrieben, weil ich mache lieber Damage in der Angriffsphase und über Aktionen etc. ist es relativ selten, dass man solche Marker auferleben kann. Aber ich glaube, wenn man mal in der Liste solche Effekte drin hat, ist Gamut Key schon mal seine Punkte wert. Gamut Key gibt es auch als Crew mit im Grunde genau dem gleichen Effekt, ist nur für Scum and Villainy, belegt einen Crew-Slot und als Crew kostet er 6 Punkte. Ist relativ teuer als Crew, aber der Effekt, wenn er denn Relevanz im Spiel hat, weil man mit diesen Markern spielt, ist dann der Effekt auch eigentlich sehr stark. Der nächste Pilot auf der HWK ist ein altbekannter für Videospiele. Persönlich für Videospiel bin ich bei Kalkatan. Kane Jarrus ist nämlich der nächste. Rebels-Serie. So, da kommt der her. Ist jetzt auf einmal Scum and Villainy. Ich habe die Rebels-Serie nicht gesehen. Ich kann jetzt nur erahnen, was da passiert. Auf jeden Fall kennt man ihn ja von der Ghost. Jetzt gibt es ihn auch auf der HWK. Er ist ein Schiff kleiner, in ein kleineres Schiff eingestiegen. Hat immer noch seinen Machtpunkt, den er einsetzen kann. Solange du oder ein Schiff in deinem mobilen oder in deinem Rotationsfeuerwinkel verteidigt, darfst du einen Machtpunkt ausgeben. Falls du das tust, wirft der Angreifer einen Angriffswürfel weniger. Ist, glaube ich, die gleiche Fähigkeit wie in der Ghost. Ist eine saustarke Fähigkeit, weswegen Kane mit 42 Punkten auch der teuerste HWK-Pilot für Scum and Villainy ist. Hat ein Macht-Upgrade statt des Talent-Upgrades. Insofern ist er, weil er natürlich Force-User ist, kann er dann verschiedene andere Dinge ausstatten. Aber Vorsicht, die meisten Macht-Upgrades brauchen auch Machtpunkte, um sie auszulösen. Kanan möchte allerdings die Machtpunkte lieber einsetzen, um seine eigene Fähigkeit auszulösen, weil die sehr gut ist. Dem Gegner einen Angriffswürfel zu klauen, kann in kritischen Situationen wirklich die Offensive des Gegners drastisch einschränken. Gerade gegen so Elite-Flanker, die auf einen starken Angriff setzen, kann man einen Angriffswürfel wegnehmen, schon wird das Angriffspotenzial deutlich kleiner. Und ich finde damit auch die Punktkosten für Kanan Jarrus sehr gerechtfertigt. Also, schön, dass er jetzt bei Scum and Villainy ist, dass man diese Fähigkeit da hat. 42 Punkte ist eine Investition, aber man muss auch den Mehrwert erkennen, wenn man es jede Runde einsetzen kann, und das ist tendenziell der Fall, wenn man vernünftig fliegt, dann hat der Gegner auch immer einen Angriffswürfel für weniger. Gegen Masse-Listen bringt das nicht so viel, gegen Elite-Listen, die nur 3 Schiffe auf dem Feld haben, ist ein Angriffswürfel weniger schon sehr ausschlaggebend. So, dann haben wir noch den letzten einzigartigen Piloten. Das ist Tabusk für Initiative 5, Informant der Order 66. Er hat auch ein Talent-Upgrade und hat auch 2 Ladungen, wo sich eine wieder auflädt. Und seine Fähigkeit ist, während der Endphase, bevor ein feindliches Schiff in deinem Rotationswinkel eine wiederkehrende
Ladung oder Machtpunkt wiederherstellt, darfst du zwei Ladungen ausgeben. Falls du das tust, stellt jenes Schiff jene Ladung oder Machtpunkt nicht wieder her. Also auch das, nur alle zwei Runden kann man das einsetzen, aber man verhindert, dass der Gegner irgendwie was wieder auflädt. Im Rotationswinkel, aber nicht beschränkt auf Reichweite 1. Das heißt, man kann es auch auf Range 3 machen, auch wenn man zum Beispiel keine Waffe auf Range 3 hat, das ist vollkommen egal. Man muss nur, man hat die Primärwaffe, die hat ja Range 3, aber man braucht einfach nur diesen Rotationswinkel auf den Gegner ausgerichtet und dann kriegt er seine Ladung nicht wieder. Damit kann man bestimmte Fähigkeiten sehr, sehr schön stören. Stärker finde ich es noch bei den Machtpunkten. Denn Machtwirker, entweder haben sie wenig Machtpunkte und damit einen Effekt, den sie dann versuchen, jede Runde auszulösen, wo sie sehr auf ihren Machtpunkt angewiesen sind. Oder es sind halt Machtwirker, die haben drei Machtpunkte und rotzen alles in einer Runde aus, weil hey, ich kriege ja nichts so wieder und können überall mal so ein Auge drehen und so weiter. Das kann man hiermit dann wieder in entscheidenden Runden mal bremsen, sagen, nee, der lädt jetzt nicht wieder auf und muss das natürlich vorbereitend für die nächste Runde machen, weil man in der nächsten Runde natürlich davon profitieren möchte, dass der Gegner das nicht hat und dann seine eigene Offensive voll auspacken möchte. Also es braucht ein bisschen Timing, um das richtig anzubringen, aber auch das finde ich eine sehr starke Fähigkeit. 36 Punkte kostet Tapusk. Ich finde, es auf dem Schiff, also die HWK ist halt so ein Störschiff, es ist bei den Rebellen ein Supportschiff, hier ist es eher ein Störschiff, also den Gegner irgendwie bremsen, einschränken, unterbrechen. Was ich richtig, richtig cool finde, also Tapusk mit Initiative 5 vor allem, er fliegt relativ spät, man kann ihn vielleicht ein bisschen ausrüsten, dass er einen weißen Boost hat, dass man ihn gut in Position bringen kann. Er sollte auch tendenziell dann etwas auf Distanz bleiben, um dann mit der Fähigkeit zu supporten und verschiedene lustige Störeneffekte auszulösen. Das sind die HWK-Piloten im Schnelldurchgang, könnte man sagen. Und jetzt würde ich hier auf das Elite-Upgrade erstmal eingehen. Und zwar Halsabschneider. In den anderen beiden Sets gab es ja hoffnungsvoll und diszipliniert ein Upgrade, das es mehrmals drin gab. Und hier ist das Pendant Halsabschneider. Halsabschneider sagt, nachdem ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört worden ist, falls jenes Schiff limitiert ist oder die Aufwertung Halsabschneider hat. So, bis dahin alles genau gleich mit den anderen. Darfst du einen deiner orangen oder roten Marker entfernen? Oder eine nicht wiederkehrende Ladung auf deiner Schiffskarte oder einer deiner Ausrüstungsauswertungskarten wieder erstellen. Also, hier ist jetzt, sind zwei Möglichkeiten. Entweder entfernen wir einen roten oder orangen Marker, was sehr, sehr cool ist, gerade auch für die HWK, die einige rote Aktionen hat, die wieder loszuwerden, nicht so eine weiß fliegen zu können, wieder eine rote Aktion machen und so weiter. Man kann es natürlich nicht jede Runde wiederholen, aber tendenziell hat man im Spiel ja auch Verluste. Und dann kann man über diese Halsabschneiderkarte entsprechend dann das Schiff wieder ein bisschen sich erholen lassen. Die andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt zum Beispiel keinen roten oder orangenen Marker hat, eine nicht wiederkehrende Ladung auf einer Schiffskarte oder ausgerüsteten Ausrüstungskarte wiederherstellen. Die beiden Piloten, die ich vorgestellt habe, haben wiederkehrende Ladungen, weil die Ladungen mit so einem kleinen Dreieck markiert sind, dass halt jede Runde eine Ladung wiederkommt. Das heißt, die kann man leider damit nicht aufladen, aber gibt ja auch andere Piloten, bei denen das sich wieder aufladen kann. Lange her. Ich glaube, der Pilot hieß, was ist Tel Trevura? Ein Jumpmaster, der wieder zurück ins Spiel kommen kann für seine Ladung. Die ist nicht wiederkehrt. Die könnte man wieder aufladen. Dann darf er nochmal wiederkommen. Schon mal gar nicht so schlecht. Man darf durchgehend auch Raketen und Torpedos damit wieder aufladen, man darf damit Minen und Bomben wieder aufladen. Ich weiß nicht, wie sie das begründen, ob die diese Wrackteile spontan wieder zusammenbasteln in neue Munition, aber auf jeden Fall ist das ein Upgrade, was genau wie die anderen beiden den Verlust eines Schiffes etwas mindert, indem man Effekte dadurch auslöst und die anderen Schiffe etwas stärkt, um damit besser im Spiel zu bleiben. Also ich finde es sehr, sehr gute Upgrades. Auch das hier kostet nur einen Punkt und ist damit für alle, wo man nicht weiß, was ein Elite-Slot man nehmen soll, definitiv schon mal eine Empfehlung. Hier ist es halt so mit dem roten oder orangen Marker, das kann man dann öfter mal einsetzen, wenn man es drauf anlegt. Das Wiederaufladen von Energie finde ich da das Stärkere. Man muss aber natürlich dann entsprechende Ausrüstung auch dafür haben. Aber ich finde es ein cooles Upgrade. Dreimal ist das hier in dem Set drin.
um entsprechend die Schiffe ein bisschen zu verstärken. So, jetzt gehe ich noch, weil die HWK den Illicit-Slot hat, den der Wirewing nicht hat, gehe ich noch auf das Illicit-Upgrade, was ich mir herausgelegt habe. Gefälschte Transponder-Codes. Gibt es auch in der Erweiterung von Django's Slave, also der Fire-Spray für die Separatisten. Die gefälschten Transponder-Codes, Illicit-Slot, wie ich schon sagte, kosten 2 Punkte, haben eine Ladung, die sich nicht wieder auflädt. Tendenziell einmal im Spiel oder wir haben halt Halsabschneider, womit wir die auch wieder aufladen können. Den Effekt finde ich aber ziemlich cool und ich finde die 2 Punkte dafür auch so, gerechtfertigt. Nachdem du ein Objekt als Ziel erfasst hast oder ein Objekt dich als Ziel erfasst hat, falls du eine aktive Ladung hast, verlierst du eine Ladung und sendest jenem Objekt ein Störsignal, wobei du Reichweitenbeschränkungen ignorierst. Also wenn man etwas in die Zielerfassung nimmt, kann man Störsignal mitschicken. Oder man wird als Ziel erfasst und man schickt trotzdem ein Störsignal. Wenn man also als Ziel erfasst wird und das Störsignal zurückschickt, kann man natürlich sofort diese Zielerfassung dann damit entfernen. Oder aber der hat noch grüne Marker, dann lässt man die vielleicht lieber einen grünen Marker entfernen. Wenn man selber etwas als Ziel erfasst, kann man es halt auch als Aktion gezielt einsetzen, um ein Störsignalmarker auf einen Gegner zu platzieren, der vielleicht damit nicht gerechnet hat oder es gerade einfach nicht gebrauchen kann. Ich finde es für 2 Punkte ein sehr, sehr cooles Upgrade. Man sollte es auf jeden Fall gepaart mit Halsabschneider spielen. Und jetzt kann man auch überlegen, ob man das zusammen mit Gamut Key kombiniert, der dann halt sagt, diesen kreisförmigen Marker lässt du dann auch schön da liegen, wenn du ihn noch nicht irgendwie anderweitig losgeworden bist. Also, schönes Upgrade. Ist schon in der Django Fat Fire Spray mit dazugekommen, aber ich würde es hier halt gerne einmal auch vorstellen. Berücksichtigt das. Das ist verdammt, also für 2 Punkte, auch wenn man keinen Halsabschneider dabei hat, einmal im Spiel einen Target-Lock ignorieren, beziehungsweise einen Gegner irgendwie einen Marker entfernen, kann richtig, richtig wertvoll sein. Also, schönes Upgrade, 2-mal im Set drin. Dann habe ich noch eine Crew hier liegen, denn Wirewings haben auch keinen Crew-Slot. Insofern werde ich die auch noch eben vorstellen. Die Schulleiterin Gleb, die ist fürs Imperium Erste Ordnung und Abschaum spielbar. Also für 3 Fraktionen ist, glaube ich, irgendwie so ein Spinnenwesen. Ja, nee, ist es nicht. Sah auf dem ersten Moment so aus. Hat halt diese lustigen... Ja, dieses lustige Kinn. Star Wars Episode 4 in der Bar. Ich glaube, jeder erkennt oder weiß, wer gemeint ist. Nachdem du koordiniert hast, darfst du einen orangenen oder roten Marker auf das von dir koordinierte Schiff transferieren. Ist eine rote Koordinierenaktion mit drauf. Die gute kostet nur 2 Punkte. Ermöglicht uns also koordinieren und wir dürfen orangen oder roten Marker von uns auf das Zielschiff verschieben. Ist jetzt kein weltbewegend starker Effekt. Ist aber auch hier wieder diese Situation, wir wollen andere Schiffe koordinieren, aber unser eigenes Schiff ist vielleicht trotzdem irgendwo wichtiger oder hat was Bestimmtes vor, weswegen dann dieser rote Marker oder der orangene Marker nicht gut sind und wir schieben den lieber aufs andere Schiff. Beispiel wäre auch, da bin ich jetzt nicht sicher mit dem Timing, mit dem Stress, wenn wir jetzt die Aktion machen, ob wir erst den Stress kriegen und dann die Aktion durchführen oder ob es andersrum ist. Ich glaube, man kriegt erst den Stress und macht dann die Aktion, denn wenn die Aktion fehlschlägt, kriegt man ja trotzdem Stress. In dem Fall wäre, wir dürften diesen Stress sofort auf den Gegner überlegen. Und wenn der Gegner danach ein blaues Manöver, nicht der Gegner, das befreundete Schiff, wir dürfen unseren Stress auf das befreundete Schiff rüber transferieren, dass das befreundete Schiff danach dran ist und ein blaues Manöver fliegt, wird den Stress ja sofort los. Also so könnte man mit Synergie dann diese rote Koordinierung etwas umgehen. Bin mal nicht hundertprozentig sicher, ob der rote Marker sofort bei der Aktion kommt. Bei orangenen Markern aber kann man es machen. Oh, ich habe hier einen Strain, also einen Anstrengungsmarker, ich verliere Wendigkeit, ich werde aber wahrscheinlich beschossen. Mein Schiff, das ich koordiniere allerdings, ist in der Flanke, das wird nicht beschossen, dann lege ich den Strain halt darüber am Ende der Runde, beziehungsweise nach einem blauen Manöver ist er weg, etc. Also mit Erschöpfung, mit Strain, also Anstrengung, kann man da auf jeden Fall ganz gut arbeiten. Ist vielleicht eine Überlegung wert, intuitiv hätte ich jetzt keine Listenidee im Kopf, wo ich die einsetzen würde, aber ich werde sie definitiv auch mal im Kopf behalten. Ist kein schlechter Effekt. Jetzt aber, Wirewing.
Wie schon gesagt, zwei neue generische Piloten, jeweils dreimal vertreten und drei limitierte Piloten. Fangen wir mit dem ersten generischen an, das ist der Jinata-Sicherheitsoffizier mit Initiative 2. Wir kennen das Profil von Wildwingler, denke ich, alle mittlerweile. Also 2 Angriff, 1 Wendigkeit, 6 Hülle, 2 Schilde, Fokus, Tagelok, rote Fassrolle, rotes Nachladen. Es ist nun mal ein schwere Waffenunterstützungsschiff. Also Raketen, Torpedos, beziehungsweise Raketen nicht, Torpedos, Bomben, was halt schwer ist, kann da drauf. Turmwaffen gehen auch. Initiative 2 kostet 31 Punkte und bringt uns folgende Slots. Turmwaffe, Device, also Bombe, Mine, Torpedo, Gunner, meine Liste ist zu klein, um es zu lesen, Astromech und Technik-Slot. Das ist der große Punkt. Der Jinata Sicherheitsoffizier hat einen Technik-Slot, der bisher eigentlich so erste Ordnung und Widerstand beschränkt war, weil die halt neueste Generation, neueste Technik, haben sie den Technik-Slot. Scum and Villainy hat aber quasi zeitlinientechnisch alte Trilogie, also mittlere Trilogie, Episode 4 bis 6, und die jüngere Trilogie, also Episode 7 bis 9, irgendwie, ja, sein Einfluss ist irgendwie damit drin. Insofern haben sie das wahrscheinlich hier mit reingebracht. Jinata Sicherheitsoffizier und auch gleich der Amaxinen-Krieger haben Tech-Slots und auch die ganzen Einzigartigen haben Tech-Slots. Also kann man lustige Tech mit ausstatten. Ich werde jetzt aber nicht groß auf Tech-Upgrades eingehen, denn es gibt einige, nicht alle finde ich gut. Es gibt ein paar nützliche. Ich finde es erstmal sehr großartig, dass dieser Slot verfügbar wird für Scum & Villainy in diesem Schiff. Und ich denke, man kann hier ganz, ganz nette Sachen dann auch mit anfangen. Ansonsten klassische Wildwing-Geschichten, da werde ich bei dem auch jetzt schnell weitergehen. 33 Punkte kostet der Maxinenkrieger, Initiative 3 und Talent-Slot. Und dieser Talent-Slot werden auch gleich alle anderen drei noch haben. Ansonsten ändert sich hier nichts bei dem Maxinenkrieger. Hat halt auch, wie gesagt, diesen Technik-Slot. Damit hätten wir das Generische abgehakt. Ich möchte jetzt ja auf die einzigartigen Piloten eingehen. Da haben wir Pedrick, den, es steht da tatsächlich so, Servietten-Attentäter. Er tötet euch mit Servietten. Nachdem ein befreundetes Gerät detoniert ist, Nachdem ein befreundetes Gerät detoniert ist, das du als Ziel erfasst hast, erhält jedes feindliche Schiff in Reichweite 0 bis 1 jenes Geräts einen Anstrengungsmarker. Also, wir haben ein Gerät, ein Device, Bombe oder Mine zum Beispiel, das detoniert. Wenn wir das vorher als Ziel erfasst haben, erhält jedes feindliche Schiff in Reichweite 0 bis 1 einen Anstrengungsmarker. Also, der rote Marker, der besagt, bei der nächsten Verteidigung hast du einen Verteidigungswürfel weniger. Das finde ich schon mal eine nette Fähigkeit. Es ist nach wie vor einigermaßen schwierig, Bomben und Minen sinnvoll einzusetzen. Minen vielleicht noch ein Ticken schwieriger, aber die muss man halt legen. Sie bleiben liegen und wenn man sie nicht gerade direkt auf den Gegner wirft, hat der Gegner gut Chancen, den auszubrechen. Wenn man es sehr gut platziert, entsprechend nicht mehr. Bei Minen ist es aber deshalb dann schwieriger. Man muss sie legen, fliegen, Aktion machen und erst dann will man, dass der Gegner da durchfliegt und entsprechenden Effekt kriegt. Daher ist es vielleicht mit Bomben etwas besser, die erst ja, zu Beginn der Kampfphase explodieren. Sprich, wir können auf jeden Fall unsere Aktion vorher machen und müssen halt hoffen, dass da ein oder mehr Gegner in Reichweite sind. Aber wenn wir die Bombe legen, sind wir uns ja eh meistens sicher, dass das passieren wird. Ich finde Pedrick daher schon mal sehr, 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 sehr cool. 36 Punkte, den werde ich definitiv mal ausprobieren. Mit diversen Bomben, also diversen, er kann ja nur eine, aber es gibt ein paar Bomben, die ich sehr interessant finde, ich auch damit testen würde. Er muss natürlich seine Zielerfassung dann immer nehmen, also mal gucken, was man noch für Ausrüstung machen kann, die in diese Synergie mit einwirken. Ich würde ihm definitiv auch eine Turmwaffe geben, weil man legt Bomben hinter sich, man fliegt, man will die Aktion, macht also keine Choreogrammwende in Rot, sondern fliegt ein weißes bis blaues Manöver, um die Zielerfassung zu machen. Man will aber auf den Gegner natürlich auch schießen, das heißt, man braucht irgendwie was im Heckfeuerwinkel oder in der Seite, je nachdem, wie man geflogen ist, also eine Turmwaffe.
Ist, denke ich, am sinnvollsten, da mit einem Dorsal-Turret oder Ion-Turret zu arbeiten. Je nach Reichweite wird die Ion-Turret etwas besser sein. Insofern, Patrick, schon mal sehr, sehr cool. Schöne Fähigkeit. Ich mag es, wenn mehr mit Bomben und Minen gearbeitet wird. Das ist ein schönes Spielelement. Und da jetzt nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, aber auch nicht nur automatisch, sondern zu sagen, du musst aber auch die Zielerfassung dafür nehmen, für den Effekt, finde ich richtig großartiges Game Design. Zu sagen, du kannst jetzt etwas zusätzlich aktivieren, wenn du zusätzlichen Aufwand betreibst. Sachen einfach nur zu schenken mit, ja, wenn das passiert, dann passiert auch das. Das muss halt richtig Punkte kosten, weil es geschenkt ist. Du musst nichts tun, das ist einfach. Aber etwas tun zu müssen, um was Zusätzliches zu bekommen, ist dann immer wieder Abwägungssache mit, ist jetzt diese Target-Lock, dass ich auf ein Gerät in Anführungszeichen verschwende, weil ich kriege ja keinen Reroll dadurch. Ich habe ja einfach nur auf das Gerät gelegt, damit dieser Anstrengungsmarker verteilt wird. Ist das mehr wert als zum Beispiel ein Fokus, den ich bei meiner Offensive einsetzen kann? Diese Überlegung muss man halt dann immer wieder treffen, um zu sagen, kann mir das jetzt wirklich weiterhelfen? Und ich würde sagen, im 1-1, also wenn man nur einen Gegner mit dieser Bombe trifft, wahrscheinlich nicht ganz so wertvoll. Trifft man mehr als einen Gegner mit der Bombe, dann ist es schon wieder ein anderes Thema. Und deshalb, ich würde das wahnsinnig gerne mal ausprobieren, um ein Gefühl zu kriegen, wie gut kriegt man das platziert und wie viel Effekt hat es dann wirklich. Denn Anstrengungsmarker kann man natürlich auch wieder mit blauen Manövern loswerden. Das heißt, wenn ich jetzt auf drei Gegner Anstrengungsmarker verteile, ich aber nur ein oder zwei davon beschossen kriege, beim dritten ist der Effekt dann auch schon wieder egal, weil der nächste Runde blau fliegt und das Ding los ist. Ja, also, ist schwierig, ist nicht in jeder Situation super effektiv, aber ich finde ein super interessant, sehr, sehr schönes Game Design bei Patrick. Dann Arlitz Hadrassian, rotes Schwert, Initiative 4. Solange du einen Frontangriff durchführst, falls du beschädigt bist, darfst du eine deiner Fokusergebnisse in ein Crit-Ergebnis ändern. Solange du verteidigst, falls du beschädigt bist, musst du eins deiner Fokusergebnisse in eine Leerseitenergebnis ändern. Also, es bufft deine Frontangriffe und man darf ein Auge auf den Crit drehen, wenn man beschädigt ist. Er hat 6 Hüllenpunkte, er hat 2 Schilde, er ist relativ schnell beschädigt. Dann ist seine Offensive schon deutlich besser. Seine Defensive wird allerdings noch schlechter. Er hat eh nur einen Vertagungswürfel, aber Augen werden leer sein. Finde ich jetzt, also der Nachteil ist jetzt gar nicht so gravierend, weil man mit einem Vertagungswürfel A eh nicht so viele Augen würfelt und B seinen Fokus wahrscheinlich offensiv genutzt hat oder in seinem Fall gar keinen Fokus nimmt, sondern Target Lock, um Würfel zu wiederholen, um halt das meiste aus seiner Offensive zu machen. Jetzt ist hier aber ein Frontangriff, aber nicht mal unbedingt ein Frontprimärangriff. Das heißt, hier bei Arlitz wollen wir Torpedos spielen. Schön nach vorne die Torpedos zimmern, müssen natürlich welche sein, die auch einen Frontangriff haben und kein 180 oder Bullseye, sondern normalen 90 Grad Frontangriff. Und schon haben wir auch da Fokus, also Auge auf Crit drehen. Das steigert natürlich die Offensive, die wir haben. Wie gesagt, gepaart mit Tagelock, die man dann eben meistens braucht für ein Torpedo. Ein paar Würfe wiederholen, ein Auge auf jeden Fall auf Crit drehen. Kann man wirklich viel damit rausholen. Und der Gegner muss sich echt überlegen, beschädige ich diesen Y-Wing oder muss ich ihn fokussieren, damit ich ihn komplett zerstöre? Da ist nämlich dann so der Knackpunkt, wenn jetzt Arlitz angegriffen wird, man zappt erstmal nur die 2 Schilde, er ist noch nicht beschädigt, dann macht er vielleicht seinen Angriff und dann kommt so ein Schwarm noch hinterher. Der erste trifft, macht einen Schaden, zack, er ist beschädigt, hat dann auch keine Augen mehr. Gut, da haben wir eh gesagt, wir nehmen keinen Fokus, aber dann hagelt es weiter Schaden. Also man muss Arlitz als Gegner, muss man ihn fokussieren, ihn schnell loswerden, damit er seine Offensive nicht richtig einsetzen kann. Aber trotzdem finde ich, Arlitz ist ein guter Pilot. Er kostet 39 Punkte, ist relativ teuer. Also für einen Y-Wing gesehen ist es eigentlich ziemlich gut im preislichen Segment. Und hat ein starkes Offensivpotenzial, wenn man es denn eingesetzt kriegt. Hier definitiv die Staffel, sag ich mal, mit Halsabschneider spielen. Denn das ist halt einer, der will beschädigt werden, aber dann läuft er auch Gefahr, zerstört zu werden. Dann haben die anderen wenigstens einen Effekt davon. Und er selber hat auch einen Effekt vom Halsabschneider, weil er sein Torpedo dann wieder aufladen kann, den er dabei haben wird. Also da definitiv mit Halsabschneider mal liebäugeln. Letzter Pilot ist Lima Kai. Initiative 5, Kommandant der Opportunity. Bevor du kämpfst, falls du nicht im Frontwinkel eines feindlichen Schiffes bist, darfst du ein feindliches Schiff in deinem 180 Grad Frontbereich als Ziel erfassen. Das ist
Dann haben wir solch ein geschenktes Target-Lock, wenn man die Bedingung erfüllt. Das heißt, falls man nicht im Frontwinkel eines Gegners ist. Man muss also flanken oder halt zumindest Kreise um den Gegner fliegen. Das heißt, man könnte jetzt mit einer Turmwaffe arbeiten, die zur Seite ausgerichtet ist, um dann entsprechend mit der Zielerfassung da ein bisschen mehr Effekt zu haben. Oder aber man nutzt wirklich Lima Kai als Flanker, fliegt in eine Position, mit Initiative 5 weiß man, wie der Gegner steht, und wenn man sieht, ah, ich bin nicht in seinem Frontwinkel, kann ich mit dem Fokus zum Beispiel mich vorbereiten, kriege die Zielerfassung geschenkt und kann dann einen dicken Torpedo schießen. Man kann aber auch, wenn man Flugkunst ausstattet, die Fassrolle weiß machen, kann dann entsprechend fliegen und sehen, ah, mit der Fassrolle komme ich jetzt aus dem Feuerwinkel raus, komme weiter in die Flanke, kriege meine Zielerfassung geschenkt und kann dann wieder ein Torpedo schießen. Also Möglichkeiten, aber schwierig, weil der Gegner ja mitspielt und in den häufigsten Fällen auch mitdenkt, wird er natürlich dann sagen, wenn das jetzt nur Lima ist und die mit solchen Effekten arbeitet, dann werde ich wohl lieber auf die zufliegen. Und man spielt ja seine Staffel auch nicht immer als einen Pulk. Das heißt, man hat vielleicht auch selber einen Flanker, der einfach ausholt und dessen Job weniger ist, Lima zu zerstören, weil Lima viele Lebenspunkte hat, sondern eher, sie einfach im Frontwinkel zu haben. Dass sie gesehen wird und ihre Zielerfassung nicht geschenkt bekommt. Das reicht ja schon. Da kann man auch einen TIE Fighter dafür abstellen, der einfach das tut. Und schon hat man diese Fähigkeit verhindert. Ist daher wieder, ich finde, ein interessantes Game Design, weil es ein bisschen die Spielweise für beide verändert. Y-Wing zu einem Flanker macht, was eher untypisch ist, und gleichzeitig den Gegner dazu bringt, von seiner normalen Flugweise vielleicht abzuweichen, um Lima zu beantworten. Ich sage mal Lima, also Lima. Aber also ich finde es gut. Ich glaube aber, dass die Fähigkeit wahrscheinlich zu leicht zu kontern ist. Und deshalb sollte man in seiner Liste irgendwie damit arbeiten, dass der Gegner damit beschäftigt ist. Also das ist immer so der Punkt. Wenn man eine Fähigkeit hat, die der Gegner verhindern kann, muss der Gegner was tun, um es zu verhindern. Und dann muss man davon profitieren können, dass er das tut. Also entweder hat er seinen Flanker zu weit rausgestellt, dass der nur Lima sehen kann, oder aber er hat irgendwie was von seinem Pulk abgezogen, dass sich Lima zudreht. Und damit muss man halt irgendwie spielen, irgendwie arbeiten, um Vorteile zu gewinnen, dass die restliche eigene Staffel vielleicht dann Vorteile gegen den Rest des Gegners hat oder dass Lima dann schnell fliegt für ein Y-Wing, um dem Schiff, das halt ihr entgegenfliegt, zu entkommen und damit das Schiff vom Gegner irgendwo etwas nutzlos zu machen. Also interessant, braucht definitiv ein bisschen Überlegung im Listenbau und der Spielweise, kann aber im Spiel dann für sehr, sehr schönen Mehrwert beisteuern, wenn man es eingesetzt kriegt. Daher kostet 40 Punkte, also nur ein Punkt mehr als Alitz. Interessante Fähigkeit, hatte es aber wahrscheinlich schwer, gegen andere Y-Wing-Piloten sich durchzusetzen, weil andere einfach einen verlässlicheren Effekt haben. So, das waren auch Y-Wing-Piloten. Jetzt habe ich hier noch zwei Elite-Talente, die ich glaube ich in den letzten Folgen noch nicht vorgestellt habe. Und zwar gibt es zum einen das Talent, das Margesabbel-Einkesselung. Scheint ein besonderes Manöver zu sein. Kleines oder mittleres Schiff ausschließlich, ist auch in den anderen beiden Sets drin, aber ich meine es noch nicht vorgestellt zu haben. Daher ist an dieser Stelle, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du dich durch ein Hindernis, ein Konstrukt oder ein riesiges Schiff hindurch bewegst, und jetzt fällt mir ein riesiges Schiff hindurch bewegt hast, oder falls du abgesetzt worden bist, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Frontwinkel in Reichweite 1 bis 2 wählen. Jedes Schiff erhält einen Anstrengungsmarker. Puh, also, wir machen ein vollständig ausgeführtes Manöver, sind also nirgendwo rein kollidiert. Sind wir bei dem Manöver durch ein Hindernis, Gaswolke zum Beispiel, ein Konstrukt, keine Ahnung was das ist, wird irgendwann kommen, das habe ich definitiv bei der Skystrike Academy schon gesagt, Konstrukt ist hier so ein Teaser drin, da wird es irgendwann Konstrukte geben. Ein riesiges Schiff, gut, da wissen wir was das ist, steht da, ist zum Beispiel ein riesiges Schiff. Wenn man dadurch geflogen ist oder wenn man abgesetzt wurde, sprich man war angedockt an einem riesigen Schiff oder einem anderen Schiff und ist dann rausgeflogen. Dann darf man ein feindliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 im Frontfeuerwinkel wählen und jedes Schiff kriegt einen Anstrengungsmarker. Ein Punkt kostet das Ganze bloß. Wenn man also wieder mal nicht weiß, was man im Elite-Slot macht und Halsabschneider
vielleicht keinen Sinn ergibt, dann kann man die Mark-Sabbel-Einkesselung spielen. Bei Scum jetzt. Also bei Imperium kann man es vielleicht überlegen, aber da ist diszipliniert dabei, was gar nicht so schlecht ist. Es ist eine nette Fähigkeit, es ist aber an viele Bedingungen gebunden. Also man muss vollständiges Manöver machen, man muss das Manöver aber durch etwas durchmachen, also Hindernis, Konstrukt oder riesiges Schiff, oder man muss halt abdocken, was man tatsächlich auch nur einmal im Spiel tut. Und dann darf man halt einen Anstrengungsmarker verteilen, also die Wendigkeit um 1 senken. Ist ein netter Effekt. Ich glaube, im Epic-Spiel halt relevanter, weil man da mit den riesigen Schiffen mehr spielt und man auch dieses Abdocken hat. Also man kann Schiffe abdocken, sie verteilen Anstrengungsmarker und dann schießen sie relativ früh natürlich auch hinterher, um davon zu profitieren. Ich glaube, im Epic-Spiel ist die Mark-Sabbel-Einkesselung ganz gut. Im normalen Squad-Spiel, weil es fehlen die Konstrukte, es fehlen die riesigen Schiffe, das Abdocken ist eher selten, hat man nur noch Hindernisse und da will man nicht durchfliegen. Wo ich es vielleicht sehe, jetzt bin ich aber nicht sicher, ob sie ein Elite-Talent haben, sind die Minen-Ties, die wollen durch Asteroiden fliegen, weil sie es ignorieren und es ein Angriffswinkel ist, den der Gegner nur schwer beantworten kann. Für die ist das jetzt hier großartig, dafür brauchen sie aber einen Elite-Slot. Wenn sie den haben, Bombe. Also nicht die Bombe als Device, sondern gut. Letzte Elite-Talent oder letzte Upgrade, letzte Karte, die ich in diesem Video vorstellen werde, ist der Tier von Tiefflug. Nur für Y-Flügler. Du kannst Spezialangriffe durchführen, auch solange du in Reichweite 0 eines Asteroiden bist. Solange du verteidigst, falls du in Reichweite 0 eines Hindernisses bist, können Angriffswürfel nicht neu gewürfelt werden. Also, wir dürfen noch angreifen, auch wenn wir auf einem Hindernis, auf dem Asteroiden stehen. So, nur auf dem Asteroiden, auf dem Trümmerfeld, auf dem Gaswolke dürfen wir eh noch angreifen. Also auf dem Asteroiden erlaubt es uns immer noch anzugreifen mit Spezialangriffen. Nicht Primärwaffe, sondern Spezialangriff, sprich Turmwaffe, Torpedo, solche Geschichten. Solange man verteidigt und auf einem Hindernis steht in Reichweite 0, und jetzt ist hier allgemein Hindernis, also hier zählt auch Gaswolke, Trümmerfeld, Asteroid, dürfen keine Angriffswürfel neu gewürfelt werden. Das ist ganz interessant, kostet zwar auch 2 Punkte, denn wir haben hier 2 Effekte. Der eine sagt, wir dürfen trotzdem schießen, auch wenn wir in Asteroiden stehen. Der andere sagt, der Gegner darf keine Angriffswürfe gegen uns neu würfeln. Das ist doch gerade mal für Arlitz Hadrasian sehr, sehr cool. Denn Arlitz Hadrasian will ja Torpedo schießen. Das heißt, er braucht irgendwoher das Target-Lock. Das kriegen wir ihm schon irgendwie zugeschustert, sei es durch Koordinieren. Dann will er Schaden, dass er beschädigt ist. Das heißt, er wird auch gerne mal durch ein Hindernis fliegen, in der Hoffnung, halt seine Schilde und einen Schadenspunkt zu kriegen, damit er beschädigt ist, für mehr Offensive. Und der Gegner darf gegen ihn nicht wiederholen, solange er auf dem Hindernis steht. Also ich finde das eine sehr schöne Ausrüstungskarte für ein paar Piloten. Es ist kein generell einsetzbares Teil, aber wenn man es geschickt einsetzt, wirklich eine gute Sache. Ist halt nur für Y-Flügler, also Arlitz ist hier ein guter Kandidat, man müsste jetzt durch die anderen nochmal durchgehen, ob das für die Sinn macht. Aber ich finde es ein nettes Upgrade, sollte man auch durchaus mal mit berücksichtigen. So, das waren Gesuchte und Kollaborateure. Hier sind noch einige Wehr-Upgrade-Karten drin, auf die ich nicht eingegangen bin. Da sind auch S-Astromechs drin. Ich glaube, auf die gehe ich eher ein, wenn ich dann mal Listen mit denen spiele, beziehungsweise vielleicht dann auch einfach an irgendeiner anderen Stelle, welche ich mir auch vorstelle. Ich hoffe, einen guten Überblick über den Inhalt des Pakets zu geben. Der ist definitiv für alle Scum Villainy-Spieler zu empfehlen. Also die Erweiterung, das Paket, definitiv nicht der. Also diese Erweiterung ist sehr zu empfehlen. Es sind Karten drin, die zum Beispiel Schulleiterin Gleb, bin ich mir gar nicht sicher, ob die nicht auch bei der Skystrike Academy jetzt dabei gewesen ist oder ob die anderweitig, die wird irgendwie Imperium in erster Ordnung auch zur Verfügung gestellt werden. Da bin ich mir sicher, da muss man sich nicht dieses Paket für kaufen. Hat einige Upgrades, die auch bei Jango Fett's Firespray schon drin waren. Also wenn man jetzt kein Fan der Firespray ist, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber sollte man kein Fan der Firespray sein, dann braucht man sich die auch nicht kaufen. Man kauft sich dieses Set und hat einige Upgrade-Karten, die bei der Firespray dabei sind. Trotzdem würde ich empfehlen, kauft euch die Firespray. Also wenn man jetzt nur Scum and Villainy spielt, kriegt man die Upgrade-Karten halt in seine Fraktion rein. Spielt man Separatisten, sollte man sich eh die Firespray kaufen. So, von daher, der Einblick in dieses Paket. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Einblicke und meine Erklärungen waren für euch hilfreich und interessant. Falls ihr noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, wie immer unten in die Kommentarsektion oder bei uns auf dem Discord-Server. Und da könnt ihr dann mit mir chatten. Und ich werde dann jetzt demnächst noch das Armada-Video zu den Commandern für die Separatisten machen und dann hoffentlich den da vorstellen.
Insofern, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.